Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 60 Par 6. In der letzten Folge, ja, ich weiß, das Buch ist toll. In der letzten Folge haben wir das Expeditions Dingenskirchens verbessert. Wir haben diesen Kollegen hier auf Vordermann gebracht und ja, mehr haben wir, glaube ich, nicht gemacht. Und wir gucken jetzt einfach mal, was ist genau passiert gestern. Sehr scharfsinnig, Captain, Ma'am, Sir. Du hast auf meine Scanner zugegriffen und den Grad an örtlicher Strahlung überprüft, nur um festzustellen, dass sie kein bisschen über dem normalen Niveau liegt. Wenn das ein Atomsprengstoff wäre, dann wäre er schon lange funktionsunfähig. Ich konnte nicht einmal elektromagnetische Signale aufspüren. Das haben wir gestern schon geguckt, ne? Jetzt verzieh dich, die Fliege ist schon wieder da. Nachdem wir den kleinen Phobia von der Ebene reingeholt hatten, entschiedest du dich, das Bein des kranken Außerirdischen mit einem Erste-Hilfe-Kasten zu behandeln. Er sieht nun ein wenig ruhiger aus, trotzdem geht's ihm immer noch mies. Aber das haben wir doch schon gemacht. Ich meine, ich nehme gerne nochmal Klebeband, aber ich weiß nicht, Gasmaske. Ich könnte die Gasmaske verbessern, ja. So, wir müssen ein bisschen was herstellen. Fangen wir mit der Sockenpuppe an, obwohl die braucht zwei Runden. Fangen wir damit an. Ich habe das Gefühl, dass uns ein paar Tage fehlen, aber ich habe keine Ahnung warum. Warum blinkst du noch? Sieht er jetzt noch besser aus oder hat sich nichts verändert? Weil wir haben das Klebeband, haben wir schon dem Ver. Ver, Ver Das Klebeband ist leer und er ist weg und er hat Hunger. Nach ein paar Stunden der Ruhe hat der Außerirdische sich weiter beruhigt und bekommt jetzt besser Luft. Und gerade eben hat er seine ersten Worte in unserer Sprache gesprochen. Die Phobia müssen über gut durchblutete Sprachzentren verfügen, wenn es ihnen so leicht fällt, eine Sprache zu lernen. Der einsame Phobia erklärt, dass er aus seiner Heimat Silo 1799 verbannt wurde. Vault 1799? Er hatte etwas über eine paradiesische Zone im Westen gelesen, die von Krieg und Vorlaut unberührt sein sollte. Sie haben es verwendet! Sie haben das Wort verwendet! Ich meine, Vorlaut ist ja kein geschütztes Wort, deswegen können Sie es ja nutzen. Und wollte dorthin aufbrechen. Doch solche Gedanken sind in seiner Gesellschaft, die nach den Schrecken des Krieges ihr Heil alleine in engen Beisammen hocken sucht, strengstens tabu. Der Verbannte markierte die Zuflucht, die er einfach nur die Festung nennt, auf deiner Karte und lädt uns ein, sie zu besuchen. Vielleicht solltest du jemanden dorthin schicken, Captain. Das werden wir tun, aber zuerst braucht Emmett was zu essen. Wir werden das hier herstellen. Und wir müssen uns entscheiden. Oh, Baby sieht nicht gut aus. Aber wir gucken uns mal kurz an. Die Festung. Großer Bunker. Ja, aber eigentlich wollte ich doch Energie sammeln. Moment, ich krieg da Energie. Großer Bunker. Ach, hier Festung. Da. Da ist ein Gegner. Hier kriegen wir sogar eine Schaufel. Aber ich weiß nicht, was dieses Zeichen bedeutet. Wir müssen es wohl mal riskieren und irgendwann mal herausfinden, was es bedeutet. Naja, als nächstes wird sowieso der große Bunker besucht und gefahren ist, glaube ich, Steinschlag. Ich weiß es nicht. Baby sieht ziemlich aufgewühlt aus, Captain. Er hält ein kleines Spielzeug in seinen Händen. Seinen geliebten Captain Kapitalismus. Der Kopf ist ab. Er heult wie ein Baby. Schoßhund und erzählt, dass es das einzige Spielzeug war, das er jemals haben durfte. Wenn seine Eltern ihn zu Gewalt angestifteten, hatte er sich immer vorgestellt, dass er der Superheld war und sein Opfer ein kommunistischer Spion. Jetzt, wo er älter ist, dämmert es ihm, dass seine Eltern die Bösen waren. Mir würde eine Träne über die Wange kullern, wenn ich Wangen hätte oder Tränen, Sir. Er fragt, ob du ihm dabei hilfst, seine Superhelden-Actionfigur zu reparieren. Du hast noch nie gesehen, dass er sie freiwillig aus der Hand gibt. Es ist sein Eigen, sein Schatz. Was hältst du davon, Captain? Ja, komm, ich helfe ihm. Klar, gerne.
Vielleicht geht's ihm dann noch besser. Oh, hungrig. Wir müssen uns um Essen kümmern, ne? Schade. Okay, die nächsten beiden Runden werden für Essen geopfert. Na komm, es geht ihm wieder gut. Du liest dich auf Babys Sowjet-Vernichtungsfantasien ein und warfst einen Blick auf seinen Captain Capitalism. Actionfigur. Ihr hocktet euch ein paar Stunden lang zusammen in seine Ecke und bestauntet die Superhelden-Actionfigur. Dann schliefst du in seinen Armen ein, so erholt warst du schon lange nicht mehr. In Babys gigantischen warmen Armen machtest du den Eindruck, dass du dich wohler fühlst als irgendwo anders in den Weiten des Kosmos. Okay. Ja, wieso nicht? Freundet, seelenverwandt, wachsam. Glücklich. Oh Gott, wir müssen 3 Runden lang Essen produzieren. Okay, dann Baby, machst du dich mal auf den Weg zum großen Bunker. Mit... der Rüstung und... Ach man, ich wegen dem Feuerzeug. Oh, guck mal! Sie sind wieder da! Captain, es kommt schon wieder ungewöhnlich viel Krach aus dem Nest der Edgars. Diesmal scheint das Problem ein Familienstreit darüber zu sein, in welche Ecke des Shuttles sie Urlaub machen wollen. Zwar sind Streitereien bei isolierten Gruppen von Individuen ganz normal, aber das klingt nach einem ernsthaften Problem. Und außerdem, sie sind schließlich deine Nachbarn. Wirst du nach den Edgars sehen? Ja klar, logisch. Wir sind doch Nachbarn. Wir sind ja füreinander da. Ich glaube, das letzte Mal habe ich ja gesagt, ne? Und das war gut. Oh, ist keiner da. Du und Edie und Erna Edgar, du hast Edie und Erna Edgar dabei geholfen, ihren Familienstreit beizulegen. Edie war so dankbar, dass er dich eingeladen hat, irgendwann mal die hausgemachten Hautschuppenkekse seiner Frau zu probieren. Du hast dankbar abgelehnt, mit der Begründung, dass du für ihr Haus zu groß bist. Allerdings hast du dich besser gefühlt, weil du deine Beziehung zu deinen Nachbarn verbessert hast. Baby hat sich Richtung Südwesten aufgemacht, um sich in den größten Bunker, den unser Navigationssystem aufspüren konnte, zu wagen. Hoffen wir, dass dort unten nichts Gefährliches lauert. Okay, ja, cool, keiner hier. Ich bin froh, dass du dich endlich für eine kurze Runde um das Shuttle begeistern konntest. Ja, da kommt ein Komet angelaufen. Wollen wir jetzt entweder mit einem anderen Stein den Kometen irgendwie kaputt machen oder wollen wir versuchen wegzulaufen? Wir haben nur die Möglichkeit wegzulaufen. Wir sind in beiden schlecht. Wenn wir jetzt getroffen werden, sind wir verletzt und ich muss das Klebeband reparieren. Ich meine, selbst wenn, wir haben Verbandskasten, wir haben alles. Na, uns geht's gut. Sehr schön. Wenn du kurz davor bist, von einem Asteroiden zermalmt zu werden, bleibt nicht viel Zeit für Präzision. Du hast versucht, ihm aus dem Weg zu springen und bist dabei gestolpert. Du hast zwar einen direkten Aufprall des Asteroiden vermieden, doch ich kann dich humpeln sehen, Captain. Boah, gut, wir sind jetzt nicht so krass verletzt, ne? Da gibt's Schlimmeres. Eine Suppendose muss ich noch herstellen. Dann habe ich 4. Ich will immer mindestens 4 Suppendosen haben. Guck mal nach draußen, Sir. Es zieht gerade eine Karawane aus traurigen Figuren mit gesenkten Köpfen und trostlosen Wagen an unserem Shuttle vorbei. Du öffnest die Tür des Shuttles und schaust ihnen zu, als neben dir von jetzt auf gleich eines der Aliens auftaucht. Es handelt sich um einen wie ein Straßenkind aussehenden Phobia in silbriger Aufmachung. Die Innenseite seiner Schutzbrille ist mit Blut bespritzt. Möchtest du die Aufmerksamkeit des Aliens ignorieren, erste Hilfe anbieten oder eine neue Maske hervorholen? Übrigens, an der Hüfte des Aliens siehst du einen Halfter mit einer gefährlich aussehenden Waffe. Ah, komm, ich gebe ihm Erste-Hilfe-Kasten. Ich bin mal so nett. Kann ich alles neu herstellen. Ich bin so reich an Ressourcen. Die traurige Kreatur von der düsteren... Oh, guck mal, ich hab's immer noch. Kolonne schlug den Erste-Hilfe-Angebot aus und legte dir stattdessen ein kleines Datenlaufwerk in die Hand.
Du hast dankbar mit den Achseln gezuckt und noch einmal versucht, ihr den Erste-Hilfe-Kasten zu geben. Das Alien zog seine Waffe und schlug nach dir. Geil. Du hast die Tür des Shuttles prompt verschlossen und das Alien lief schnell der Karawane hinterher. Später hatte ich die Gelegenheit, das Laufwerk zu scannen. Anscheinend wussten diese Aliens, dass sich ein Krieg anbahnte, der ihre Welt vernichten würde. Als er ausbrach, haben sie noch immer Silos gebaut. In den Jahrzehnten seit dem Krieg haben sie ihre Anzüge nie ausgezogen und sind mutiert, um in dieser Welt zu überleben. Ich weiß nicht, ob ich Mitleid haben sollte, Mitleid haben oder mich fürchten sollte, Sir. Also Informationen haben wir bekommen. Ja gut. Es wird Zeit, das Klebeband zu reparieren. Oh Gott, interessant. Wieso habe ich jetzt keine... Oh Gott. Ach, das war das Humpeln. Oh nein. Passabel, passabel, brillant. Ach, scheiße. Interessante Neuigkeiten, Captain. Hinter einer der Wandplatten scheint sich ein Hohlraum zu befinden. Vielleicht ein versteckter Raum, ein geheimes Lager. Es wäre eine Überprüfung wert. Wie willst du herausfinden, was sich hinter der Platte verbirgt? Ja, komm. Was habe ich für eine Möglichkeit? Also, ganz ehrlich. Gestern habe ich dich auf einen versteckten Raum hinter einer Wandplatte aufmerksam gemacht. Du hast dein Bestes gegeben, um hineinzukommen, hattest aber keinen Erfolg. Wir werden wahrscheinlich nie erfahren, was sich auf der anderen Seite befindet. Ja gut, ist halt so. Oh, guck mal, 34 Energie, 4 Suppen. Alter Dude. Dann machen die Geräusche. Na gut. Müde und schwach. Wir haben keine Sockenpuppe am Start, ne? Ja gut, musst du klarkommen. Oh nein, Captain! Einer der Spinde klemmt und lässt sich nicht öffnen. Schlimmer noch, das ist mein Lieblingsspind. Ja, dann öffnen wir ihn mit Intelligenz. Ich habe nur noch 3 Intelligenz. Ist ja auch nix. So, wir möchten als nächstes Jahr das Herstellungsmodul nochmal verbessern, ne? Stellen wir erstmal die Sockenpuppe her. Guck mal, wir haben wieder 8 Essen. Das ist geil. Das ist einfach geil, es läuft. Ich glaube, ich werde jetzt die nächsten Runden, die wir starten, immer gewinnen. Wobei wir natürlich 60 Parsecs auch für den Dezember ein bisschen pausieren werden und erst wahrscheinlich im Januar wieder anfangen. Ach, minus 2 Suppe. Arschloch. Ach, leider muss ich dir mitteilen, dass es dir nicht gelungen ist, den Spind zu öffnen. Ja, und dadurch haben wir 2 Suppe verloren. Geil. Ja, hier kriegst du was zu essen. Ah, du bist ja nicht mehr müde. Du brauchst überhaupt keine Sockenpuppe. So, und schon haben wir nur noch 4 Puppen. 4 Suppen. Geil, ne? Ein Fahrzeug der Phobia kommt über die Ebene auf uns zugeholpert. Es hält gleich neben dem Shuttle und der Außerirdische darin fällt beinahe heraus. Schon wieder so ein schwacher Phobia. Was ist nur los mit denen? Der geschwächte Phobia erklärt, dass er von bösartigen, phobischen Banditen gefangen gehalten wurde. Einer von ihnen, ein kleiner mit angeknackster Schnauze und Hinkebein, war besonders gemein. Das war der Phobia, dem wir geholfen haben. Dieser Lügner. Der Phobia, der es jetzt zu uns geschafft hat, sagt jedoch, dass er von einer echten, florierenden und abgeschotteten Zuflucht gekommen ist und Mineralien braucht, um sein Fahrzeug zu reparieren. Wenn er die hätte, könnten wir uns in Sicherheit bringen. Er benötigt 10 Einheiten verschiedener Materialien. Ja, meinetwegen, hier, komm, habe ich das? Meine schöne Energie. Ja, wer ist jetzt von den beiden der Böse? Ah, na gut, er hat nur das genommen. Wir geben dem phobischen Fahrer eine Sammlung Mineralien. Er brauchte Aluminium, Silizium, Feuerstein und Glimmerde. Klingt nach einer neuen Zündkerze und einem Generator, wenn ich mal tippen dürfte. Der Phobia muss zurück in seine Werkstatt und die erforderlichen Reparaturen vornehmen. Dann wird er zurückkommen und uns zu der Zuflucht fahren. Sagt er zumindest. Hoffentlich ist er ehrlicher als der Letzte.
Wir wissen ja nicht, ob der Letzte jetzt ehrlich war oder nicht. Oh Gott. Immer diese Ja-Nein-Sachen. Soll ich jetzt Suppe herstellen? Ich habe ja eigentlich keine andere Möglichkeit, oder? Ich könnte ein bisschen was auseinanderbauen, aber naja. Gut, Zeit etwas zu verbessern. Wir verbessern... Was bekommen wir für die Sockenpuppe? Stein. Ja, gut, komm. Verbessern wir mal die Sockenpuppe. Sir, sind das Beben? Irgendwas gräbt sich unten unter uns nach oben. Das war kein riesiger Sandwurm, der die kiesige Erde durchbrochen hat, sondern ein Objekt, das an ein Seerohr erinnert. Es scheint kleine Zinken in diversen Richtungen auszufahren. Möchtest du an dem merkwürdigen Rohr ziehen? Zinken? Nö. Alter, das Ding tötet mich doch. Kannst du knicken? Das mache ich nicht, nö. Ich nicht ein. Aber keine Sorge, wir machen natürlich den Run hier zu Ende. Also erst dann. Minus 20 Energie? Drecksack. Wir werden natürlich die Runde hier noch zu Ende machen. Das heißt, morgen kommt noch eine Folge und übermorgen. Alles ein bisschen chaotischer dann, morgen und übermorgen, weil das sind kritische Tage Anfang Dezember. Aber mal gucken. So, du wärst niemals stark genug, um dieses an ein Seerohr erinnernde Ding, das in der Nähe des Shuttles aufgetaucht ist, aus dem Boden zu ziehen. Also hast du dich einfach herumstüffeln lassen. Du hast bemerkt, dass dieses Rohr ein weiteres kleines Saugrohr ausgefahren und an deinen Treibstofftank des Shuttles angeschlossen hatte. Es zerrte an unserer wertvollen Energie und pumpt sie in den Boden. Du hast danach gebeten, worauf sich das Ding sofort vom Tank getrennt hat und in den Boden zurückgefahren hat. Minus 20 Energie. Geil! 17 Energie übrig. Was ein Schrott. Das Shuttle ist in Gefahr, Captain. Wir befinden uns in der Flugbahn eines bösartigen Sturms mit einer üblen chemischen Zusammensetzung, die unsere Luftfilter beschädigen könnte. Sie müssen geschützt werden, doch die Funksteuerung funktioniert durch den von den Winden verursachten Mikroschaden nicht mehr. Sie müssen manuell geschlossen werden. Dieser giftige Tornado ist nah genug, dass es Selbstmord wäre, ohne die richtige Ausrüstung hineinzugehen. Wenn du etwas unternehmen kannst, dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt. Also ich habe nur die Gasmaske. Bitte geh nicht kaputt, Gasmaske. Bitte, ich brauche dich doch noch. Das war knapp, Captain. Wo ist die Gasmaske? Zum Glück hattest du die richtige Ausrüstung, um hinauszugehen und unsere Luftfilter manuell zu schließen. Selbst mit deiner Maske würdest du es in Zukunft lieber vermeiden, dich giftigen Winden stellen zu müssen. Na gut. Shuttle wird ein bisschen buffig werden. Gasmaske ist noch heil. Das gefällt mir. Und wir stellen her eine Sockenpuppe. Da sickert etwas in Shuttle ein. Sieht aus wie... Eisenspäne. Könnte es vielleicht Nanomaschinen sein? Da draußen führt eine Spur leuchtender frischer Blumen und Erde in die Ferne. Die Nanomaschinen verteilen sich auf dem Boden in verschiedenen Richtungen. Wir befinden uns in einer äußerst gefährlichen Lage. Sollen wir sie weiter reinlassen? Ja. Das letzte Mal haben wir ein Teammitglied dazu gewonnen. Ich meine, mittlerweile sind wir weit genug, um auch mit rein überleben zu können. Tag 54. Ja, die Nano-Maschinenflut, die in die Kabine eindrang, verwandelte sich um einen leeren Sitz in einen reißenden Strudel. Du hast beschlossen abzuwarten, um zu sehen, was passiert. Sie fing an aufzuwallen und einen riesigen strahlenden Hügel zu bilden und nahm dann die Gestalt eines Menschen an. Nach einiger Zeit verzog sich langsam und an ihrer Stelle erschien ein neues Besatzungsmitglied, Tom Thompson. Wir sind alle ein wenig misstrauisch gegenüber diesem Nano-Klon-Menschen, aber er scheint vollkommen glaubwürdig zu sein und bereit zu helfen. Ein weiteres Paar Hände, aber auch noch jemand durchzufüttern. Ja, cool. Ist egal, ich mache einfach mehr Essen. Ich meine, demnächst. Tom Thompson hat sich uns angeschlossen. Okay, und Tom Thompson, oh Gott, 9 von 12 Orten. Was haben wir hier noch? Verlassener Flughafen. Da kriegen wir sogar Bücher her. Und es ist jetzt auch nicht so schlimm.
Wir brauchen... Ich weiß nicht, was das ist. Für mich ist das Steinschlag. Wir könnten rein theoretisch hier hingehen. Oder dahin. Weißt du was, Tom Thompson? Du besuchst jetzt erstmal schön den Flughafen. Und zwar mit einer Gasmaske, mit einer Rüstung und mit... Ich glaube, das ist das Symbol für Höhle. Deswegen ein Feuerzeug. Ich glaube, wir hatten mal herausgefunden, dass das ein Symbol für Höhle ist. Puh. Ah, jetzt sind wir schon zu dritt, Leute. Puh. Okay, aber ich habe leider heute nicht so viel Zeit, weil ich direkt gleich in 10 Minuten zur Arbeit muss. Deswegen würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute. Wir sehen uns morgen wieder und dann zu dritt. Haut rein, euer Zero. Tschüss.